Noch im Dunkeln brechen die Brandenburger Landwirte auf. Zu Hunderten. Eine der Sammelstellen ist hier in Großmachnow. Von hier aus wollen sie gemeinsam nach Berlin, um ihren Forderungen vor dem Brandenburger Tor Nachdruck zu verleihen. Und sie sind sauer. Bin geladen. Also ich habe die ganze Nacht im Bett gelegen, war todkrank und habe mir jetzt mit Tee und Brötchen irgendwie hochgeholt. Und wir müssen heute ein Zeichen setzen. Wir müssen heute wirklich sagen, es geht so nicht weiter. Wenn wir so weitermachen, fahren wir hier alles in Dreck. Ohne die Agrardieselförderung und die Steuerbefreiung für Traktoren und Co. würden seinem Unternehmen 120.000 Euro wegbrechen. Im Zweifelsfall müsste er einige seiner 42 Mitarbeiter entlassen. Kurz nach 10 am Brandenburger Tor. Die Straße des 17. Juni ist voller Traktoren. Über 1.000 Fahrzeuge sollen laut Landesbauernverband allein aus Brandenburg hier sein. Mit einigen Bauern kommen wir ins Gespräch. Also wenn die Besteuerung der Traktoren kommt und die Dieselrückerstattung nicht kommt, das kostet unseren Betrieb ungefähr 150.000 Euro. Also auf jeden Fall verdient dann der Betrieb kein Geld mehr. So, und das, da müssen wir sehen, was wir umstrukturieren, kann auch Arbeitsplätze kosten. Muss man diesen bäuerlichen Berufsstand, ja, der doch die Ernährung der Bevölkerung sicherstellt, so missachten, so verachten und so beleidigen letztlich, wie das diese Bundesregierung im Augenblick tut? Dass wir so schnell so viele über alle Betriebsformen und so hier so zusammengekommen sind, das zeigt halt, dass halt wirklich alle Landwirte in Deutschland gleichermaßen betroffen sind von diesen dramatischen Kürzungen. Es kommt zu einer Wettbewerbsverzerrung, gerade auch mit anderen Ländern. Und ich weiß nicht, wie die Landwirtschaft hier in Deutschland, ob sie das so schaffen kann. An der Bühne ist die Stimmung geladen. Die Sparpläne der Ampelregierung stoßen auf Widerstand. Zu spüren bekommt das vor allem Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir. Aus dem Publikum dröhnen Buhrufe. Dabei zeigt Özdemir Verständnis für die Wut der Bauern. Jetzt haben wir halt eine Situation, dass die Kfz-Steuerbefreiung, das Dieselprivileg, das wegfällt, die CO2-Abgabe, alles zusammen führt natürlich dazu. Und beim Dieselprivileg muss man wissen, es gibt einfach keinen Ersatz. Also wir lassen was wegfallen, es gibt aber aktuell keine Alternative dafür. Und das verstehe ich, dass das die Leute hier schwer vor den Kopf stößt. Der Präsident des Brandenburger Landesbauernverbandes ist zwar zufrieden mit der Demo, doch er macht klar: Wenn wir nicht unterstützt werden in den nächsten Wochen mit der Rücknahme beider Entscheidungen, werden wir uns Anfang Januar sicherlich noch mal in Berlin sehen. Aufgeben kommt für die Landwirte offenbar nicht in Frage. Ja, darüber müssen wir reden. Und in unserem Studio in Cottbus ist uns jetzt Sylvia Lehmann zugeschaltet. Sie sitzt für die brandenburgische SPD im Bundestag, auch im Landwirtschaftsausschuss. Frau Lehmann, werden Sie denn den Streichungen bei Agrardiesel und Kfz-Steuer für Landwirte im Bundestag zustimmen? Diese Streichungen haben uns ja in der letzten Woche, ich sag mal, uns Abgeordnete genauso überrascht wie den Landwirten. Und die Vorschläge sind jetzt im politischen Raum und werden jetzt erst politisch diskutiert. Ich freue mich sehr über die Haltung des Landwirtschaftsministers, weil ich die Dinge ganz genauso sehe. Und auch wir in unserer Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft haben natürlich in der letzten Woche schon darüber diskutiert und werden unsere Argumente, die auch die Argumente der Landwirte sind, in der Fraktion und in der jetzt beginnenden Haushaltsdebatte vortragen. Frau Lehmann, die Fraktionsspitzen, also auch Ihr SPD-Fraktionschef, hat dem zugestimmt am Wochenende. Der Bundeslandwirtschaftsminister will sich eher dafür einsetzen, dass es etwas weniger hart für die Bauern am Ende ausgeht. Sehen Sie denn überhaupt noch Spielräume? Naja, Politik lebt ja viel von Kompromissen, aber in der jetzigen Phase möchte ich noch gar nicht vom Kompromiss sprechen, denn die Landwirtschaft ist sehr unterschiedlich strukturiert. Wir haben kleine Betriebe, mittlere Betriebe, große Betriebe, wir haben Familienbetriebe, wir haben Genossenschaften, GmbHs, KKGs. Und jeder Kompromissvorschlag, der jetzt vorgetragen wird, ich sage das, weil wir natürlich im Hintergrund auch schon so einen Vorschlag oder einige Vorschläge diskutieren, führt leider dazu, dass wir möglicherweise Strukturen innerhalb der Landwirtschaft gegeneinander ausspielen. Und das würde ich nicht gut finden, das möchte ich jedenfalls nicht.
Frau Lehmann, in Brandenburg sind die Strukturen ja eher größere im Vergleich zu den westlichen Bundesländern. Im Schnitt sagt man so 242 Hektar pro Betrieb. Wir haben gerade in dem Film vom Bauern aus Kremmen gehört, 150.000 Euro minus würden die Pläne bedeuten. Andere sagen so 20 Euro pro Hektar. Wo ist denn jetzt die Belastung im Moment? Was sehen Sie denn? Sie haben selbst in der Landwirtschaft gelernt und sind dort beruflich aufgewachsen. Was ist denn realistische Zusatzbelastung mit den jetzigen Plänen? Na, realistisch, wenn Sie mich das so fragen, ist aus meiner Sicht gar nichts. Denn der Haushalt, der jetzt schon mal vorliegt, da ist ja der Haushaltsplan, der Einzelplan für Ernährung und Landwirtschaft, ist ja dort auch schon einzelne Ansätze reduziert worden. Und insofern ist da aus meiner Sicht kaum Spielraum. Und deswegen sagen wir ja auch in der SPD, es wäre vernünftig, die Haushaltspolitik anders aufzustellen. In Zeiten der Krise, in Zeiten der Transformation, in Zeiten, wo wir vor großen Herausforderungen stehen, muss man normalerweise Geld in die Hand nehmen. Aber die Koalition hat sich nun leider mehrheitlich anders verständigt. Und jetzt bedeutet das, dass einzelne Positionen eingespart werden müssen. Aber die Diskussion ist für mich noch nicht zu Ende. Sie beginnt ja jetzt erst. Und ich erinnere da mal an unseren Fraktionsvorsitzenden, weil Sie den schon gerade zitiert haben. Also unser Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich spricht immer von den selbstbewussten Abgeordneten, ja, und ermutigt uns auch immer, selbstbewusst zu sein. Und Frau Lehmann, dann hat er, das Selbstbewusstsein werden wir vortragen. Das klingt noch nicht nach einer einigen Ampelmeinung, denn Ihr gleicher Fraktionsvorsitzender hat dem erst mal zugestimmt. Wir sind gespannt, wie es dann in der Abstimmung ausgeht und was da möglicherweise für die Bauern noch rauskommt. Danke erstmal nach Cottbus, Silvia Lehmann.